So, dann gibt's jetzt wieder Dongos. Ich kann nicht behaupten, schon mal so viel Enthusiasmus bei einer Jagd auf einen Großizuchi gesehen zu haben. Boah. Ich wusste, dass du gut bist, aber was die Jagd angeht, setzt du komplett neue Maßstäbe. Vielleicht könntest du sogar... Ha, was schwafle ich denn für ein Zeug? Ich bin wirklich ein alter Narr. Du hast nichts gehört, ja? Boah. Nun denn, nach der dringenden Quest erwartet dich Noah mit 2-Sterne-Quests. Schau sie dir nochmal an, hm? Habe ich nicht für dich das Steak? Umura der Loyale. Will ich vorne noch mehr aus? Nee. Lieferung. So, ihr das Steak. Ah, Frischling. Schon fertig mit deiner Quest? Wie? Danke dir. Ich köstlich. Boah. Ich habe direkt noch eine kleine Bitte an dich. Du weißt, dass alle versuchen, Kamura auf ihre eigene Weise zu helfen. Nun brauchen sie dabei manchmal eine helfende Hand. Eine gut bewaffnete, wenn du weißt, was ich meine. Boah. Sei doch deinen Mitbürgern behilflich, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Je stärker eure Verbundenheit, desto stärker ist auch Kamura. Getränke. Dankeschön. Ja, die Dangos sind in Sicherheit. Wollt ihr mal kurz zur Hand gehen? Was brauchst du? Hey Kado, kann ich dir was fragen? Ich arbeite gerade an ein paar Ideen für Palomute-Rüstzeug. Das Zeug wird dir die Jagd enorm erleichtern. Ich habe eine Sache entwickelt, auf die ich ziemlich stolz bin, aber ich brauche noch jemanden, der sie für mich testet. Es ist ein wenig heikel, deshalb habe ich es nur jemanden anvertraut, der eine Palamute richtig trainieren kann. Wenn du einen deiner Palamute entsprechend ausbildest, gebe ich sie dir gerne. Na, was sagst du? Erhöhe die Stufe deines Palamutes auf 5. Heilklingrolle, Ablenkungsrolle. Oh ja, passt. So, was sagt denn der Schmied? Wenn du deinen Schutz nicht ernst nimmst, wirst du da draußen im Feld nicht lange überleben. Die Gründe kannst du dir denken. Du kannst deine Rüstung immer in meiner Schmiede verbessern. Vergiss nicht, dafür die nötigen Rüstkugeln mitzubringen. Ich gebe dir ein paar als Starthilfe. Setze sie ein, um deine Ausrüstung zu verbessern. Ja, ja, deswegen bin ich hier. Rüstung. Nö, verbessern muss ich nicht. Was kann ich denn hier machen? Gucci. Die haben nur 10 Verteidigung. Kann ich hier das komplette Set fertig machen? Gut. Wo kann ich meine Ausrüstung ändern? Kann ich die hier vorne ändern? Das weiß ich jetzt auch gar nicht so genau. Gebiet wechseln. Festtafel hier vorne ist meine Ausrüstung. Ich bin ein Pirat. Oh. So. Haben wir doch schon mal eine komplette Rüstung. Gehen wir nochmal kurz in der Waffe gucken. Zu dem will ich nicht, ich hoffe ja auch nicht. Ja, alles selber. Aber die könnte ich verbessern, da hätte ich den Griff auf 90.
Drachenhüllenscherbe. Und für die noch Eisenerze. Dann kann ich mir hier eine Isuchi-Waffe machen nachher. Das war auch schon mal was. Erdkristall brauche ich dafür. Ja, da muss ich den noch ein bisschen hacken. Aber das machen wir später. Alligator. Willkommen zurück. Der Gruß Isuchi ist erlegt und die Zutaten sind sicher angekommen. Yomogi geht wieder ihrer gewohnten Routine nach und ich bin nicht mehr im Panikmodus. Gefahr abgewendet. Nun erwartet dich eine Belohnung auf die heldenhafte Leibwache der Dango. Viel Vergnügen mit 2-Sterne-Quests. Du bist auf dem Weg an die Spitze, aber noch bist du nicht über den Berg. Wappne dich für noch größere Gefahren. Azuros. Flossmuscheln, Buggies, Busbuggy, Dangobi, Dagombi, Usisuchi, will ich nicht, Pepezungen, den hab ich. Ja, dann machen wir den Dagombi, ne, würde ich sagen. Kleine Häschen. Nee, wenn ich dann endlich mal was zu essen bekommen würde. Danke dir dafür, dass du den das große Tsuchi erlegt hast. Ich habe die Zutaten bekommen. Du kannst dir Hinoas Erleichterung vorstellen. Das verrückte Huhn war besorgter als ich. Der Händler, von dem ich die Zutaten habe, hat etwas Seltsames gesagt, bevor er das Dorf verlassen hat. Irgendwas über eine seltsame Aura in den heiligen Ruinen. Sie scheint nichts mit der Randale zu tun zu haben. Das macht mich ganz verrückt. Als ob die Ruinen nicht eh schon gruselig genug wären. Oh, fast vergessen. Nimm das als kleinen Dank für deine Hilfe. Ich hoffe, ich kann auch in Zukunft auf dich zählen. Ein Dango-Gutschein. Ja, dann gib mir doch mal ein paar Dangos. Ich bin froh, dass du meine Zutaten gerettet hast, aber ich frage mich, was der Händler mit der seltsamen Präsenz in den heiligen Ruinen gemeint hat. Was bedeutet das nur? Geister? Das kann nicht sein, oder? Wobei, einst hauste in dortartigen Schrein eine berühmte Gottheit. Dann wurde alles von Monstern zerstört. Der Schrein ist nicht mehr, also wird die Gottheit wohl auch fort sein. Vielen Dank. Vielleicht gibt's da ja wirklich Geister. Kann ich jetzt was essen? Hinako ist eine Miausterin ihrer Kunst. Kommt laut ihr alles aus der Hüfte. Ich habe versucht, sie nachzumachen, aber ich brauche wohl mehr Übung. Wann kann ich denn hier was essen? Ich bin auch doof, ich muss mich hinsetzen. Eine Mahlzeit essen. Der Teeladen. Wenn du Dango im Teeladen bestellst, gewinnst du zusätzliche Gesundheit und Ausdauer. Du kannst mit Glück sogar Dango-Fähigkeiten aktivieren. Die Wirkung der Dango endet mit der mit Questabschluss oder bei Rückkehr nach Kamura. Du kannst auch in deinem Zelt essen. Welche Dango-Fähigkeit aktiviert wird und mit welcher Wahrscheinlichkeit ist von Dango zu Dango verschieden. Nutze den Dango des Tages für bestimmte Effekte. Er ändert sich mit jeder Quest. Wähle den richtigen für deine Aufgabe. Mahlzeiten mit Dango des Tages können nicht während der Quest gegessen. Geld bezahlen. Dango bestellen. Reduziere die Zeit bis... Verbessert leicht die Erholung der Gesundheit durch Objekt. Schaden verringern. Kraft zu bleiben. Wenn du das so auf dem Hintern fällst. Ja, okay. Fällen.
So, jetzt geben wir mein Futter. So koche ich auch immer. Er drückt sich alle drei gleichzeitig rein. Nehmen wir noch einen Tee hinterher. So, hat sehr gut geschmeckt. So, dann können wir los. Das wird dann aber erstmal die letzte Quest. Dann machen wir erstmal ein bisschen Pause. Und heute Abend geht's dann weiter. Ich hab voll Bock auf uns, Hunter. Der Wyvern letzter Ruheort, die Frosten. Chilling to the bone. A trial for the brave. Those who go alone will meet an icy grave. Snow so cold it burns. From here no one returns. On a frosty mountain range, far from human haunts. An abominable beast does whatever it wants. Is it hair or is it bear? It is neither, so beware. Bei dem muss man aufpassen, er rutscht wie ein Pinguin auf dem Bauch durch. Da! Silbergleiter. Let's make this a quick one. Ein Kapsel. Hallo? Alles mitnehmen. Hier, Herr Hasi, Hasi, Hasi. Aua! Hatte hier eine Arschbombe. Wo bin Nami hin, Alter? Aua! Alter, er macht ja auch immer seine Arschbomben, ne? Hilfe! Hau hier nicht so rum. Alter, du sollst ja nicht so rumschreien. Oh, was ist dein Spezialangriff? Ich setz mich auf den Hintern. Aua! Da fällt der Hase auf den Po. Und volle Schmochte drauf.
Ah, er macht schon wieder Arsch. Kurz mal hier den Heilkäfer mitnehmen. Zack. Vitalwespe, Entschuldigung. Ja, komm doch her, Hasi. Mann, jetzt hoch da. Hier nochmal die Knochen mitnehmen. Drachenhülle-Scherbe, die braucht ich doch. Sehr schön. Dort? Aber es war Obi. Hierher, Hasi, Hasi, Hasi. Hierher, Hasi, 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 Hasi. Oh! Aua! Böser Hasi. Der Berg? Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Oh, ich habe ein Ohr kaputt gemacht. Habt ihr das hinter die Löffel? Aua! Böser Hasen! Arschbombe! Und Rolle vorwärts! Arschbombenrolle vorwärts, Kombi! Na komm, mach's doch mal. Du machst Pause. Die Schelle wollte ich dir noch mitgeben. Das war her. Stack die Ohren ab und was krieg ich dafür? Ein Pelz. Mein Bettstein nebenbei nutzen. Wo willst du denn hin, Hasi? Und gleich so weit weg zu laufen. Gott, da vorne ist noch ein anderes Monster. Ach, es ist nur ein Großfrock. Hasi! Hör mal auf mit Fressen. Gehört ja nicht mitten im Kampf. Doch viel hält er nicht mehr aus.
Wie Lord da rumhämmert. Und drauf. Das ist was zu fein. Da willst du nochmal Marsch setzen, ja. So, nochmal feste was drauf. Heile. Aua. Ich schärfe meine Waffe und Lord macht den Rest. Nein. Er mit dem Loot. Nothing personal, buddy. I'll be taking das this. Hält. So, gibt's ja noch was zu looten. Das? Oh! So, also die Pflanze da von Nami ist echt praktisch. So, versteckt. Ach, das ist Jeffrey.